Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ja, Leute, ich würde mal sagen, es wird viel passieren in nächster Zeit. Wenn ihr die letzten Parts gesehen habt, wisst ihr, dass mega viel Story passiert ist. So, heute ist V-Welle Käfer. Nice. Immer noch. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt dazu kommen, im Dungeon zu gehen. Gespeichert hatte ich eben, ja. Wir gehen jetzt erstmal raus. Vielleicht geht die Story ja auch weiter. Und wie ihr seht, ich nehme jetzt auch ein bisschen mehr auf. Ich habe das gleiche an. Also habe ich die letzten Parts davor aufgenommen. Das heißt, ich kann jetzt nicht auf die Sachen, die ihr in den letzten zwei Parts geschrieben habt, eingehen, logischerweise. Aber natürlich dann später bei den nächsten Aufnahmen. Weil ich ein bisschen vorproduzieren muss jetzt für Weihnachten und Silvester. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Moorlord, weil wir haben dem einen Gefallen getan. Vielleicht sagt er ja was. Danke, dass ihr meine Rechnung mit Svarones beglichen habt. Dafür habt ihr etwas gut bei mir. Okay, mehr nicht. Alles klar. Kein Problem, Molot. Bist du da? Es ist so süß. Oh mein Gott. Okay, es geht in einen Dungeon. Mir kommen schon die Tränen, der ist echt niedlich. So süß ist er, dass ich schon weinen muss. Als ob das in der Hainhöhle schwierig ist. Die Hainhöhle ist doch nicht so krass. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Okay, versuch mich zu bezwingen. Ich hab's faustdick hinter den Ohren. Niemand kann mich stoppen, auch du nicht. Strafart, Zurel. Alter, dieses Gangster-Pokémon. Okay. Wenn er Zurel gerne vermöbelt, dann möchte er kein Problem. Gar kein Problem. Ja, deine kleine Schwester, die vermöbeln wir jetzt erstmal. Hahaha. Oh, ich habe gar nicht geguckt. Wenn dieses Video rauskommt und ihr es an dem Tag seht. Ich habe mir so einen Upload-Plan gemacht und so einen Aufnahmeplan und wann ich was aufnehme, für welchen Tag. Deswegen muss ich gerade mal gucken. Nach dem Plan ist, wenn dieses Video hochkommt, der 26.12. Das heißt, es ist der zweite Weihnachtstag. Frohe Weihnachten heute! Also ich hoffe, ihr verbringt euer Weihnachten auch heute noch mit eurer Familie oder halt irgendwie eine schöne Atmosphäre. Ich finde es immer traurig, wenn man Weihnachten, ersten und zweiten Weihnachtstag irgendwie alleine verbringt. Ja, und wir wollen ja auf zu einem Job, ne? Warte, Käfer. Haben wir Käfer-Pokémon? Doch, Sizen haben wir. Easy. Wir haben doch alles im Team, kein Problem. Oh, und ich habe letztes Mal versehentlich gesagt, das ist mir schon mal passiert, dieses Mistgeschick. Das ist mir gerade so aufgefallen, dass ich dachte, es kann nur noch einer ins Team, weil da steht noch maximal zwei oder noch maximal eins. Aber das ist für das Team, was in den Dungeon geht. Und ich für das Team, unser Team Harmony. Es kann noch mehr Pokémon geben, die unserem Team jetzt joinen, wenn wir jetzt in einen Dungeon gehen. Das heißt, alle haben jetzt sozusagen ihre Möglichkeit, in unser Team zu kommen. Also, gar keine Panik, okay? Ich dachte, ich stelle es jetzt nochmal klar. Gar kein Problem, Leute. Ihr habt alle Chancen in der Welt. So, unser liebe Sizen ist am Start und dann wollen wir mal losziehen, was? Möchtest du dich auf den Weg machen? Nein. Ich bleib hier. Kackschlucht E1. Ach, ich vergesse das immer. Ich schreck mich immer so ein bisschen, wenn die da immer sofort ihren Levelaufstieg haben. So, und heute würde ich sagen, reden wir einfach mal so ein bisschen über Weihnachten. Weil Weihnachten jetzt gerade ist und war. Und ich das schön finde, wenn wir jetzt einfach ein bisschen über Weihnachten reden. Auch wenn vielleicht manche von euch genervt sind, dass überall Weihnachten ist. Aber es ist halt gerade Weihnachten. Es gibt ja Leute, die mögen einfach kein Weihnachten. Kann ich nicht ganz verstehen. Ich bin nicht so der Mega-Winter- und Herbst-Fan, weil es halt einfach mega kalt ist. Aber was habe ich eben gesagt? Ihr könnt alle noch ins Team. Wie krass. Als ob jetzt jedes Mal irgendjemand unserem Team joint. Es ist so geil. Feier ich. Wer ist denn als nächstes dran? Der liebe David. Ich versuche jetzt auch mal hier die Leute einzublenden, die das geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob ich hier nachvollziehen kann, welcher David das von euch war. Aber es ist ja viel besser. Es gibt ja viele Davids vielleicht in meiner Community. Und wenn ich dann hier den Kommentar einblende,
von demjenigen, der es geschrieben hat. Ich versuche daran zu denken und ich versuche das jetzt immer zu machen oder den Kommentar zu finden. Aber ja, wenn es mir nicht gelingt, seid mir nicht böse. So, David. So ein ganz klassischer Name hier. David. Ja, wie ich davor immer überlege, habe ich David jetzt richtig geschrieben? Das wäre so schlimm. Aber nein, David ist jetzt im Team. Und David ist richtig geschrieben. Schön, dass du jetzt dabei bist, David. Oh, wir haben schon die Treppe gefunden. Nice. So, let's go. Aua. Lemini. Oh, oh. Ich muss David retten. Käse heißen, kannst du dich mal um Lemini kümmern, bevor Lemini... Oh, Kerno, geh da doch mal hin. Okay, Leute. Es wird vielleicht einer der merkwürdigsten Expeditionstipps, die ihr miterlebt habt. Aber lasst euch einfach drauf ein. Expeditionstipp: Ein Pokémon im Zustand Schlaf schläft ein und kann sich nicht bewegen. Nach einer Weile klingt dieser Zustand ab. Ich fand diesen Expeditionstipp super. Ich wollte unbedingt diesen Arreif benutzen. Er ist so toll. Ich liebe Schrottjugendler. Okay, Leute, das war genug Expedition. Vielleicht lasse ich es... Nein, ich lasse es nicht auf. Das klingelt mir zu doll und ich muss meinen Stuhl wieder hochfahren hier. Alter, das war ja aber mal ein schöner Expeditionstipp. Ich glaube, das war der cringigste Expeditionstipp meines Lebens. Okay, wir haben sie besiegt. Wir sind strong, wir sind toll. Ein tolles Team sind wir. Ja. Oh, Lemminieb. Mach du mal. Komm doch auf Lemminieb. Mach's kaputt! Mach's kaputt! Ja. So, schon E3, Leute. Okay. Und wenn ihr das hier seht, war für mich ja im Prinzip auch schon Weihnachten. Und ich kann euch auch mal so erzählen, was ich mir so zu Weihnachten gewünscht habe. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und ich hoffe, ich habe es bekommen. So wie ich meine Eltern kenne, ja, ich bin vielleicht ein relativ verwöhntes Kind, aber... und ja, ich kriege noch Geschenke von meinen Eltern. Das finde ich ganz schön. Solange ich hier zu Hause wohne, denke ich, wird das auch noch so bleiben. Beziehungsweise ich verdiene ja noch nicht mein eigenes Geld. So. Und ich schenke ja auch was. Aber ich habe mir auf jeden Fall einen neuen Schreibtischstuhl gewünscht. Das ist erstmal eins der wichtigen Sachen. Weil ich habe hier so, vielleicht kennt ihr diesen Rundstuhl von Ikea, diesen weißen. Den haben irgendwie ganz viele, aber der ist einfach scheiße. Für jemanden, der einfach fast den ganzen Tag am Schreibtisch hockt. Das ist einfach ungesund. Und ich habe mir jetzt einen besseren Schreibtischstuhl gewünscht. Der, ja, ein bisschen besser für meinen Rücken ist, ein bisschen besser für mein Gesäß ist und einfach allgemein ein bisschen besser für mein Leben ist und es gesünder ist, auf dem zu sitzen, wenn ich sowieso schon den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss oder will oder wie auch immer. Und was habe ich mir noch gewünscht? Ich muss mich dran zurückerinnern, es, was war denn das? Ich habe mir noch gewünscht ein Kohlekreide-Set, ein Set zum Zeichnen, weil ich zeichne ja super gerne, das wissen ja vielleicht einige von euch. Und ja, das Set, was ich habe, das ist halt schon ein bisschen benutzt und ich wollte ein paar neue Farben haben und so. Das habe ich mir gewünscht. Und was ist das denn da? Irgendwas Glitzerndes. Okay. Ah ja, klar, ich habe es, glaube ich, schon im letzten Part gesagt, ich wünsche mir eine neue Handyhülle, weil meine Handyhülle super mega verranzt ist. Ist echt eklig. Und alle meine anderen sind auch ziemlich verranzt, deswegen habe ich die jetzt rum. Und die sehen eigentlich genauso aus. Ist ein bisschen doof. Aber was habe ich mir noch gewünscht? Kennt ihr das, wenn ihr einfach irgendwie was erzählen wollt und es genau in diesem Moment einfach nicht mehr wisst? Das ist so dumm. So, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, was ich mir noch gewünscht habe, weil ich wusste, es hat was mit YouTube zu tun.
Und ich wusste einfach überhaupt gar nicht was. Obwohl ich wusste, dass ich es ganz dringend brauche. Und, oh. Und das hat mich gerade echt aufgeregt. Und zwar, sind das neue... was ist das denn geil? Das ist eine hübsche Box. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Also, ich habe mir zwei neue Kamera-Akkus gewünscht, weil zwei von meinen kaputt sind, beziehungsweise sind nicht kaputt, sondern das Ladegerät funktioniert nicht. Das waren halt so nicht originale, weil die halt mega teuer sind. Und deswegen hatte ich mir die gekauft, aber da ist natürlich bei den nicht-originalen immer die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass sie halt nicht gut funktionieren, so wie sie sollten. Und jetzt musste ich mir halt neue wünschen, weil ich sonst nur noch einen Akku habe für die Kamera und das geht halt echt schlecht, weil wenn er einmal leer ist, dann muss ich den jetzt mal wieder aufladen und das ist halt echt bescheuert. Und wenn man da zwei Ersatzakkus hat, ist das ganz praktisch. Ja, wer hat Bock, einfach mal so eine Zwiebelbeere zu essen? Ja, als ob wir die jetzt nicht mitnehmen können. Ah, ich hab sie nur gegeben, ne? Hat sie gar nicht gegessen. Essen. Keanu. Lecker, oder? So, jetzt haben wir alles dabei. Woo! So, es geht weiter. Ach, Leute, ich finde Weihnachten so schön. Schreibt mir auf jeden Fall mal so eure Wünsche in die Kommentare. Von wem haben wir uns gerade getrennt? Von Tyson haben wir uns gerade getrennt? Meint ihr, das geht gut, wenn ich ihm jetzt nicht hinterherlaufe? Ich glaube, Tyson kriegt das schon alleine auf die Geige. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Aber es wäre auch nicht so schlimm, er würde jetzt zu der Basis zurückgeschickt werden. Aber ich glaube auch, dass er es alleine packt. Naja, aber mich würde auch sehr interessieren, ob ihr noch an Weihnachten in die Kirche geht. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, weil wenig von meinen Freunden in die Kirche gehen. Oh, Tyson, pass mal ein bisschen auf. Wo läufst du denn ganz hin? Und ich selber, ich gehe an Weihnachten nicht in die Kirche, weil ich, ja, das irgendwie doof finde, dass so viele Leute an Weihnachten in die Kirche gehen, weil Weihnachten ist, wisst ihr? Weil einfach nur Weihnachten ist und nicht, weil sie sonst irgendwie gläubig sind oder sonst was, sondern einfach nur in die Kirche gehen, weil so Weihnachten macht man so. Finde ich irgendwie doof, deswegen gehe ich Weihnachten nicht an die Kirche, außerdem ist das dann immer mega überfüllt. War gerade mega der Leck, okay. Aufnahme, alles klar. Und sonst gehe ich mega gerne in die Kirche. Also wenn es kein Weihnachten ist. Wie er die ganze Zeit schon an der Treppe rumgelaufen ist. Hätte es ja auch mal hochgehen können. Nee, aber an sich finde ich es richtig schön, in die Kirche zu gehen. Ich habe nur leider so wenig Zeit, wie ihr ja wisst. Oh, jetzt gibt's Beef. Wieder zurück. Naja, aber ansonsten gehe ich ja mega gerne in die Kirche, weil ich es richtig schön finde in der Kirche und diese Atmosphäre auch. Und an sich auch ein bisschen gläubig bin natürlich. Ein bisschen gläubig bin. Gläubig bin. Also ich bin gläubig halt auf meine eigene Weise und auch natürlich Christ. Ja. Deswegen gehe ich auch super gerne in die Kirche. Da ich halt leider nicht viel Zeit habe, bete ich halt mal immer zu Hause und das ist jetzt total religiös geworden. Aber ich rede irgendwie gerne so offen über Religion. Weil, weiß nicht, manche machen das immer so zu so einem Tabuthema oder so. Und man redet da so selten drüber, aber ich finde Glauben einfach echt schön. Und ja, deswegen hat mich das einfach mal interessiert, ob ihr an Weihnachten in die Kirche geht oder auch sonst. Ja, kein Problem, Warlord. Wir haben ihn gecatcht. Wie Anzure sich schält im Hintergrund. Oder es niest die ganze Zeit. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Am nächsten Morgen. Huch. Schon wieder ein neuer Tag? Letzte Nacht habe ich überhaupt nicht geträumt. Guten Morgen, Kaelin. Du bist ja schon wach. Nun, erzähl mir, wovon du letzte Nacht geträumt hast. Hattest du wieder diesen Traum? Nein. Oh.
Bewahr einfach einen kühlen Kopf. Es bringt nichts, die Geduld zu verlieren. Du wirst bestimmt bald wieder diesen Traum haben und mehr erfahren. In der Zwischenzeit bringen wir dich auf andere Gedanken. Los an die Arbeit! Oh mein Gott! Findet jemand von euch diesen Film, wo der durch dieses Gebüsch, dieses Pokémon durch dieses Gebüsch läuft, auch so gruselig wie ich? Ich finde das irgendwie, ich krieg selber total das unwohle Gefühl, wie dieses Vieh einfach immer näher kommt. Und stellt euch vor, steht einfach irgendwann eines Morgens vor unserem Bettchen und starrt uns an. Das ist echt creepy. Ich sollte aufhören, darüber zu reden und, den Abschluss hier bringen. Schreibt mal in die Kommentare, was ich euch so gefragt habe zur, nicht unbedingt zur Religion. Ihr müsst euch nicht zu eurer Religion äußern, falls ihr es nicht möchtet. Aber so, ob ihr Weihnachten in die Kirche geht oder sonst auch, das würde mich sehr interessieren. Und wie ihr euer Weihnachtsfest verbringt. Und vielleicht auch, was ihr euch wünscht. Ich habe es euch ja auch erzählt. Und ja, dann wäre es das. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Verbringt sie nicht alleine. Habt eure Freunde und Familie liebt und zeigt ihnen das auch einmal, mindestens einmal im Jahr. Wenn ihr es sonst nicht so oft tut, ist es nämlich sehr wichtig. Also, niemand ist perfekt. Macht's nicht gut. Macht's besser. Und ciao.